Hallo und willkommen zurück zu schönen ersten Let's Plays. Ich befinde mich in dem Spiel Shine von Zeppelin Studios und bin in der Zyklus, was vielleicht sogar das letzte Level ist. Ich habe mittlerweile die neue Funktion, das Irrlicht irgendwo stehen zu lassen und dann mit X wieder zurückzuholen. Achso, solange der Schalter nicht aktiviert ist. Ah! Solange er nicht aktiviert ist, bleiben die Plattformen oben, okay? Ah! Das Irrlicht wird kleiner. Ich muss es also wahrscheinlich direkt drauf absetzen. Ah! Hä? Das verstehe ich jetzt aber irgendwie nicht. Ah! Na dann, wenn es nur wirklich das eine Feld ist, dann muss ich es doch eigentlich nur genau darauf absetzen. So, jetzt hole ich es mir mal zurück. Weil da oben scheint irgendwas zu sein. Ah! Scheiße. Ah! Reinfahren sollte ich natürlich nicht. Ah! Der war nicht mittig genug, okay. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Abgelegt. Ich kann mich vor allem nicht drunter stellen. Wenn der rote aktiviert ist. Enough. Hurry now. Give me all the power that is left in you. Hey. No. Wait. Ich soll hier all meine Kraft geben. Das ist doch... Das kann doch nur eine Falle sein.
Why did you run off? Ah, we are so close to our goal. You must understand my excitement. I am sorry. Don't leave me. Well, you seem rather dispassionate. I'm just tired. I know it was a long and exhausting journey, but you must not stop now. Maybe. You have to continue. I have to. I'm weak. It can all be taken away. The sorrow, the pain, the weariness. You have to go on. Why do I need to move on? That is not important. Only moving on matters. But where to? You promised me something. Away from the past, away from the suffering, away from your memories. You told me I would find him. You do not want to remember what led you here. You want to forget. That is the only thing that will make the pain go away. Forget? I don't. I didn't. Do not try to remember now. We have come so far, all the pain will vanish. My son. That is enough now. No. My son. I didn't want to forget. How could this happen? I followed you all this way into this desolate place. I did everything you wanted. And following you has made me only forget every memory that was precious to me. And now you are telling me just to move on? This light, it's driving me mad. The light is the only reason why we are tolerated here. Quite impressive. No one made it this far since I was bound to this place. You will be a worthy successor. Have it your way. You led me astray far too often. I should have accepted that he'll never come back a long time ago. Nothing can bring him back. Not even you. I was such a fool. I'm heading home. I will not let you do that. I have waited too long for this moment. Soon I will be free. Okay, ich muss dich ja mal mit irgendeiner Farbe treffen. Ah! Hey, der verfolgt das nicht. Jetzt habe ich es verstanden.
Dingern treffen, dass sie hier rumwirbeln sollen. Das soll erklären, warum ich den Kreis abgebaut habe. Why are you doing that? I don't want to fight you. It does not matter what you want. Everything happens as it should. There is no way out. No, listen to me. There's always another way. It doesn't have to be like this. For ages there has been the cycle. Ghost lights leading people deep into the swamp so a fresh soul can take the place of the old. It has always been this way. There is nothing you can do about it. Just let go. Dafür sorgen,
will not defeat me. Miss? Mies. Aber es hat irgendwie scheinbar tatsächlich geklappt. Einer ist schon weg. Ah! Das Schöne bei Bossen ist, dass das irgendwie bleibt. Will not be in vain.
This has to end. Everything is going to change now. Do not try to resist. Against all odds, I've made it here. I've defeated huge monsters. And I will stop you and break the cycle. Beide. Ah! Die roten und die. Ah! Schade. Glück zu früh. It is time for me to go. The swamp will embrace you. No! Is it really over? Everything seems so unreal. The swamp, the monsters, myself, my memories, my past, my son. I will never see him again. The swamp will embrace you. Her last words. It wasn't her who wanted to bind me within this eternal circle. It was the swamp itself. It was this desolate place where it all begun, turning lost souls into spirits. And it has happened over and over again. But even that does not matter now. I have forgotten. I've forgotten everything that I knew about myself. I've forgotten the cold, the pain, the suffering. I have even forgotten my son. And now I take my place, watching, waiting. Habe ich den Zyklus doch nicht gebrochen? Ja, cooles Spiel auf jeden Fall. Auch wenn es einige Stellen gab, die echt tricky waren, beziehungsweise echt einen in den Wahnsinn getrieben haben. Philipp und Michael habe ich auch kennengelernt. Einmal bei der Lang nach der Computerspiele hier in Leipzig. Und ja, Tiara Feuchner habe ich auch kennengelernt bei Gamescom. Also noch mal Hut ab für dieses Spiel. Ihr findet es auf jeden Fall auch in meiner Videobeschreibung mit dem Link zu Steam Greenlight, falls ihr selber Interesse habt, es zu spielen.
So, passiert jetzt noch was? Er lädt nochmal, Licht ins Dunkle. Ich habe alle meine Fähigkeiten, die Sammelobjekte. Habe ich relativ viele, so wie es aussieht. Mir fehlt in der untersten Reihe überall nur eins, genauso wie oben. Hier je zwei und da drei. Aber einige von denen konnte ich ja auch gar nicht kriegen, weil ich dazu ja alle anderen Lichter erstmal brauchte. Wow, beinahe reingefallen. Das war ja das allererste Level. Da hatte ich dieses Licht ja noch gar nicht. Achso, und hier hatte ich das grüne Licht, glaube ich, herbekommen. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, was hier... ob hier noch irgendwas ist, ansonsten war es das, denke ich mal, auch eigentlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Let's Play und schaut auch mal wieder rein. Ah! Autsch, wie ich sterbe. So groß war es ja auch eigentlich gar nicht. Tatsächlich, hier ist nichts weiter. Ja, dann werde ich mich an dieser Stelle auch erstmal verabschieden und schaut auch mal wieder rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.